Hey ho, let's go zu Teil 4. Ja. Wir sind schwanger. Das steht schon mal fest. Also Ute. So hieß Ute. Ja, Ute ist schwanger. Also, wenn das alles geklappt hat, das werden wir vielleicht auch heute noch erfahren, wenn sie auf Toilette rennt und sich übergibt. Genau. Dann wissen wir, was los ist. Ja. Ja. Ich habe anscheinend Hunger, also das heißt ich, der Herr Laubfrosch hat Hunger. Ja. Und isst wieder Kuchen, er isst die ganze Zeit nur Kuchen. Ja. No. Sie unterhält sich erstmal über Panzer. Das würde ich auch machen in Unterwäsche. Ja. Wir waren auch gleich noch nie in diesem Computerraum, kann das sein? Das sind unsere Haustiere. Kannst du Doppelklick drauf machen, die sind bestimmt oben. Ja, wo ist sie? Wo sind unsere Haustiere hin? Ach da, er pennt und sie rennt hier rum. Ah. Er pennt ziemlich viel. Haben wir den so eingestellt, dass er viel pennt? Nö. Glaube ich nicht. Aber auch noch viel. Wenn wir heute noch was machen wollen können, ist es eigentlich ganz gut, dass sie sich ausruhen. Wie steht denn unsere Energie überhaupt aus? Ja, müde. Also er geht das Pen. Genau. Und ihre? Sie? Ihr geht's richtig, ihr geht's perfekt. Dann kann sie sich erstmal um die Tiere, glaube ich, kümmern. Genau. Baden. Baden bei den Hund. Das haben wir noch nie gemacht. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Mhm. Was sie anhat, ey. Hat sie mit Reizunterwäsche durch die Bude. Ah, Drops kommt auch. Ja, Katzen mögen kein Wasser. Die ist schnell wieder abgehauen. Es ist das erste Mal, dass wir den Hund überhaupt waschen. Ja. Da strahlt da unser Hund, wa? Mhm. Und Laub kann gleich erstmal wieder hier so ein paar Bilder malen. Wir brauchen schließlich Geld. Genau. Er pisst hier wieder vors Haus. Ist natürlich auch... Ja, es ist läuft ziemlich, kann man ziemlich noch mal baden. Eklig. Vor allem, wir haben ihn irgendwie nie erzogen, ne? Die kann man ihn erziehen? Ja, klar kann man die. Ne, warte. Training. Geblaut, Platz oder Rollen. Super, davon hört er auch auf mit Pissen auf der Terrasse. Hä, was passiert? Warum? Hä, sie ist angespannt. Warum? Ja, weil die da die Pisse wegmachen. Gefühl der Unsicherheit. Wegen eifersüchtig. Wenn dein Schatz nicht bei dir ist, woher willst du dann wissen, was er macht? Der ist pennt. Wo ist sie hin? Wo ist er hin? Er hat im Kinderzimmer gepennt, oder was? Hä? Wieso pennt er denn im Kinderzimmer? Wo kommt er mit dem Teller her? Und was hat er damit vor? Ah, okay. Alter, ey. Verwenden. Da, sie kann einen Schwangerschaftstest machen. Hast du gesehen? Wo? Warte, da. Schwangerschaftstest machen. Ja, mach mal. Okay. Geh mal lieber mit unserem Hund dir Kaka machen. Da! Die alte Sau! Der scheißt dir auf unserem Teppich drauf. Was steht da? Was steht da als Beschreibung? Großer Tierhaufen. Stinken sie alle Tierhaufen denn wirklich ausgezeichnet? Dann Dünger hier, schmeiß den Garten damit. Hier. Warte. Da. Zum Stinkebaum. Hier, guck. Da, Müllpflanze. Die gibt Müllpflanze. Permanent Gestank ab. Was macht Laube überhaupt? Guck mal, er ist in sein richtiges Bett gegangen. Da, sie macht diesen Schwanger. Also er ist aufgestanden, um einen Teller abzuspülen. Das ist ja wirklich, vorbildlich. Hä? Hat sie? Ute ist nicht schwanger. Sie ist nicht schwanger. Los, geh hoch nach Laub und weck ihn auf. Jetzt wird gebumst. Hä, unsere Anlage ist im Arsch. Wieso? Da. Verkauft die. Die steht auch die ganze Zeit im Garten. Oder ersetzen. Ja, wir haben es ja. Ja. Ding. Unsere Pizza ist immer noch nicht da. Nee, verstehe. Das ist richtig scheiße. Was machen sie denn jetzt? Baby. So, wo sind die beiden überhaupt?
Ah, sie haben sich gerade abgesprochen. Wie die laufen, ne? Irgendwann haben sie so einen Hut auf. Voll die coolen. Also wenn du die in der Nachbarschaft hast, dann hast du aber gewonnen. Apropos Nachbarschaft, da können wir eigentlich auch mal gucken, dass wir da andere Häuser hinbekommen. Ja. Allererst geht's in die Kohle. Wir stehen nirgendwo Häuser, aber wir haben Nachbarn. Das ist natürlich auch. Ja. Da fliegen auch die Kissen hoch. Sie ist traurig, weil nicht gefruchtet. Wegen negativen Schwangerschaftstests. Na dann. Was halt noch ein? Ach mal, er pennt direkt weiter. Sie geht direkt schon Schwangerschaftstest machen. Sie bummst direkt aufs Klo. Ja! Herzlichen Glückwunsch! Ute erwartet ein Kind! Ja! Wuhu. Wir haben es geschärft! Mal gucken, wie das aussieht. Wird das dann alleine generiert? Ja, ne? Ja, das wird von alleine. Cool. Direkt gebumst! Ja, klar! Erst aufs Klo, Schwangerschaftstest. Das hat geklappt! Ja, erstmal was essen, wa? Ich kann ja erstmal kochen. Genau, koch mal was. Der kann nicht immer nur Kuchen essen, der Typ. Atmos-Butter-Gelee-Sandwich. Sieht dabei aus, als wenn sie da was Größeres machen möchte. Was macht sie denn? Weg da. Oh, weg damit. Fortsetzen. Das kann Laub essen. Ach, der ist eh nur scheiße. Könnte eigentlich mal ein besseres Bett kaufen, dass sie sich schneller erholen. Ach, passt schon. Meinst du? Ja klar, ich habe auch noch so ein altes Bett. Ich bin trotzdem super erholt. Aber ich finde so alte Betten. Die haben was. Die, ja. Hä, sie ist jetzt schon dick. Ja, ja. Das geht schnell. Hast du gesehen, wie schnell unsere Haustiere fertig waren? Stimmt. Hä, wie geht's ihr? Wieso geht's ihr schlecht? Ah, sie muss. Ah, das ist dreckig. Das kann Ute mal machen. Nein, lass ihm das machen. Die ist gerade am Essen. Außerdem ist sie schwanger. Kann man sie verkaufen und verkaufen einfach ein neues Hund? Hm? Das können wir auch machen. Warte. Verkaufen. Ich habe noch 40 Simleons für. Cool. Für ein voll beschissenes Katzenklo. Ach, herrlich. Ja. Und dann Katzenklo. Natürlich wäre das Beste. Hier sowas. Katzenklo. Das macht ihn, es reinigt sich nämlich von selbst. Aha, ja dann. Wieso haben wir eigentlich das nicht von vornherein gehabt? Weiß ich auch nicht. Ah. Flupp. Zack. Hier, Luxusstaffelei. Das brauchen wir noch. Luxusstaffelei. Ja, hol die mal. Ja, geht nicht. Das ist noch gesperrt. Weil er erst Maler werden muss, um das zu kriegen. Ja, dann wissen wir ja, was er wird. Maler. Maler. Und Ute? Auch. Ja. Was ist das, eine Schweinenase, die er da malt? Ich weiß es auch nicht. Sieht sehr komisch aus. Hier stinkt's voll im Garten. Müllpflanzen. Permanent gestinkt. Kann die auch verkaufen? Oh. Kacke verkaufen. Achso, wo waren noch meine so komischen Kerzen? Ach da, aber da steht ein Baum, deswegen. Das ist wegen dem Baum da. Das sieht da ganz cool aus. Das hat keiner Gegenpferd das. Ja, lass es mal in den Garten bepflanzen. Genau, das kann Ute mal machen. Nachdem sie jetzt duschen geht. Wo ist sie überhaupt? Da. Samen kaufen. Ah, was nehmen wir denn mal? Früchte. Kräuter? Ach, kann man. Einfach alles. So viel? Wir haben doch nur so wenig Kästen. Das ist doch nicht schlimm. Blumen für Einsteiger. Okay. 1000. Wir haben es doch. Dinger. Genau. Wo ist denn die Katze? Was hat die? Die ist verliebt. Das sieht cool aus, ne? Ja. Kann man auch aufhängen. Ute kriegt schon einen Babybauch.
Vielleicht kriegen wir es dann auch hin in der Folge, dass wir das Kind... Wieso geht hier schon wieder duschen? Weiß ich auch nicht. Die sollen den Garten bepflanzen. Pflanzen, wieso... Was? Sieh dieses Objekt in die Spielwelt und diese... Ach so. Platzieren. Ah. Pflanzen. Los, an die anderen auch, wenn sie schon mal dabei ist. 4 Uhr morgens. Ist doch egal, ist die beste Zeit. Full Moon. Oh, bist du blöd? Pflanzen. Pflanzt ihr das jetzt da ein, oder was? Spinat. Genau, und wir platzieren. Bist du denn blöd, ey? So, weiter. Nochmal Weintrauben. Hä, wohin geht sie denn? Die soll nicht gehen, die soll jetzt da fertig werden. Die wird geschuftet, bis sie ein Umfeld. Ja, sie hat schon keinen Bock mehr. Die will zu ihren Knilch. Die will pennen. Die will sie im Knilch. Wo ist der überhaupt? Der ist immer am Pennen, kann das sein? Was ja, ich hab ja gesagt, wir sollten mal Nein. ein besseres Bett kaufen. Na, guck mal, wie langsam das Feuer liegt. Leg gut daneben. Geht's ihm? Er hat Hunger. Sie auch. Schnelle Mahlzeit. Brunchen. So. Perfekt. Und woran können wir sehen, ob das ankommt? Ah. Da ist ein Foto. 108. 108 Follower dazu gewonnen. Mhm. Alter, bei einem Foto. Das können wir jetzt aufhängen, das Foto. Ja, das können wir aufhängen. Häng doch mal irgendwo auf. Sind wir jetzt vor das Klo? Ah, cool. Komm, zoom mal näher ran. Das ist doch gar nicht das Foto. Hä? Rahmen hinzufügen. Namen. Drops? Ja, es ist ja Drops. Ach so, hatten wir nicht ein Hundefoto auch gemacht? Ja, aber ich weiß nicht, was es ist. Also die Uto rumschmusen. Mit Uto rumalbern. Was ist das hier eigentlich? Für unser Kind. Das ist für unser Kind? Ja, sicher. Wie nennen wir das überhaupt? Egon. Egon. Irgendwas zwischen Ute und Laub. Lute. Lute. Laubte. Laubte. Oder? Oder ihr könnt uns das in den Kommentaren reinschreiben, wie das Kind von uns heißt. Genau, außer es wird gleich schon geboren. Oder ich mache es wieder. Nein, es wird eine neue Folge. Also die Schwangerschaft ist natürlich eine Folge. Guck mal hier. Streicheln. Wangen, ja. Küssen wir mal die Wangen von Ute. Sie läuft immer nur im Unterwäsche rum. Ach, Hochzeitsfeierplan müssen wir ja noch. Wo ist sie? Ah. Da. Ist eine Einer zu deiner Hochzeit ein. Wo ist denn ihr Typ? Ihr Cousin? Na, den, mit dem sind wir noch nicht befreundet, haben wir noch nicht kennengelernt. Wo soll man denn überhaupt feiern? Im Garten. Und jetzt. Sag mal. Oder im Park schön. Ja, genau, im Park. Vor allen Dingen, die haben sich gar nicht umgezogen. Ist doch egal. Lass mal gucken, was die machen. Outfit ändern. Muss sie schick anziehen. Hier. Ah! Menosa!
So, die heiraten jetzt von ganz allein, oder was? Jetzt wird geheiratet. Kiara Balansev, Spanien. Alle rennen so an und gucken uns. Was Was für eine wunderschöne Zeremonie. Gute Tausch des Gelübes mit Laub aus. Ist das albern. Na! Scheiße. Oh mein Gott. Lau und Ute bekommen beide ihren allerersten Kuss? Hä? Naja, das glaube ich wollen wir nicht. Hä? Wie ruft er denn jetzt an? Er zockt. Was? Er zockt. Und sie trampelt hier Müll rum. Die sind doch alle bescheuert. Das ist ja eine tolle Hochzeit. Super Hochzeit, Anna. Das da, Hauptziel heiraten. Gast fürs Kommen danken. Das muss man machen. Dann bekommt man nämlich eine coole... Ich kenne die noch gar nicht. Das Ziel erreicht. Das ist ein Stück nehmen. Wir haben gar keine Torte. Hä? Warum nicht? Wir haben gar keine Torte. Wo ist denn überhaupt der Koch? Wieso kommen die eigentlich nie, wenn wir die bestellen? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß, was die machen. Oh mein Gott, ich weiß, was sie machen. Wir können doch eine Küche hier hinstellen. Dass sie hier eine backen. Kühlschrank. Jetzt auch den billigsten nehmen können. Ja, das muss ja auch gut schmecken. Was, das schmeckt aus dem billigen Kühlschrank nicht gut, oder was? Nee, das ist... Aber aus dem billigen Ofen. So, was brauchen sie noch? Ja, Elektrogeräte. Hab ich ja schon. Nee, noch was anderes. Mixer oder irgendwie so ein Scheiß. Für einen Kuchen. Mixer. Ja, für den Teig. Ach, das kann er auch so machen. Ich stelle noch so eine Cocktailbar dahin. Stimmt. Ich bin weggeklebt. Zeig mal, Maxine. Ach da. Du musst auf Ute klicken. Und dann auf Trinken. Na, sie trinkt doch. Ach, nee, wo ist Ute? Das ist ja nicht Ute. Ute ist auf Klo. Trinken. Okay. Jalik. Wixen. Wow. Flash. Ja, wir haben es geschafft. Yeah! Perfekt. Hä? Speisen essen? Eins von vier? Hä? Ich schaffe mir da nie mal. Nee. Das ist ja keine Speise. Das ist eine Torte. Zeig mal. Der hat doch schon was gekocht. Käsecracker. Sehr unwohl. Die muss aufs Klo. Das ist egal. Speisen, ey. 4 von 4. Wir haben es geschafft. Cool. Mhm. Ute Penta auf der Bank. Genau. So muss das sein. Oh, Zeit abgeschlossen. Ja, yeah! Gold. Goldmedaille! Perfekt, ey. Da, guck mal, wie dick Ute ist. Hä, wie sieht sie denn aus? Oh. Hä, was hat sie denn? Was die hat gut gefeiert. Das? Was für eine Hochzeit. Die Gäste waren von den Feierlichkeiten so beeindruckt, dass sie im Haushaltsinventar einige Geräte und Dekoobjekte für deinen Sim dagelassen haben. Cool. Wie geil ist das denn? Hä? Ute kann noch mehr pflanzen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Genau. Schreibt Kommentare, wenn wir irgendwas machen sollen mit unserer. Genau, ihr könnt eine Folge selber gestalten. Ja. Sagt einfach, was ihr machen sollen. Genau. Das wäre eine gute Idee. Ja. Dann würde ich mal sagen, war's das für heute.
speichern natürlich, ne? Das nicht vergessen. Wer das vergisst, ist nämlich nicht so. So, speichern. Das haben wir jetzt geschafft und Spiel beenden. Spiel verlassen. Speichern und verlassen. Ja, geil! Ja. So. Okay, ich geh jetzt essen. Jo, ich auch.